super Performer und da nehme ich jetzt meine Kohle, ziehe das aus meinem Scheißfonds raus und pack das alles dort rein, dann gehst du genau wieder baden und wirst wieder nur eine mittlere Performance abliefern. Dann nimmst du das dort wieder raus, gehst wieder in so ein 5-Sterne-ETF, derselbe Kram wieder. Aber sonst auch gerade nochmal jetzt, auch wo du die Aktiven gerade nochmal erwähnt hast, auch den werde ich jetzt rausgefunden, der ganz neue Gerd Kommer Artikel, der beschäftigt sich genau damit. Also auch so eine ganz tolle Geschichte, also wie diese großen aktiv gemanagten Fonds hier in Deutschland, also wo man sich erstmal wirklich an den Kopf fasst und sich fragt, wie konnte überhaupt so viel Geld in diesen Fonds landen? Und dann hat er sich da so die Performance seit, also wie die aufgelegt wurden, wann die damals so Telekom-Style auch vermarktet wurden, wo sie den Leuten halt irgendwie, was weiß ich, 2 gute Jahre, dann ging so eine riesen Marketing Kampagne los über DWS und die Leute, oh, 2-mal in Folge 20% gemacht. Und wie der Deutsche einfach rigoros immer weiter die Kohle da reinhämmert, ohne sich irgendwie nochmal die Frage zu stellen, was passiert da überhaupt? Und wie die dann halt so relativ schnell einfach auslaufen, aber trotzdem Milliardenvolumen, also das kann man sich auch nicht vorstellen. Auch toller, toller Abend. Ich freue mich auf den Link, ja. Ja, toller Artikel, so. Ja, Freunde, weil sonst, also das war jetzt wirklich eine sehr schöne, auch sehr ausgedehnte Diskussionsfolge, wo wir, glaube ich, viele Themen, ich glaube, Tino hat noch was. Nee, Tino bringt nur wieder Ordnung in die Bücher. Also ich könnte noch kurz eine Minute noch was, weil du das gerade sagst, und 20% gemacht und alle gehen rein und 20% gemacht und alle gehen rein. In dem Buch von Bogle steht auch, dass diese, es gibt ja auch immer so Sterne, so ein Ranking für ETFs. Und das Morningstar. Von Morningstar. Ja, und das hat ja dann auch mit der Performance zu tun. Und Bogle zieht hier Statistiken aus dem Hut, dass es genau der Fehler ist, in die Super-Performer des Vorjahres zu investieren. Aber das natürlich... Dogs of the Dough, ne? Also andersrum. Also, der ETF ist super gelaufen, die Türkei angenommen oder Russland-ETF oder Venezuela und dann, oder auch liquidere Märkte, bekanntere Märkte, und dann gehe ich in diesen ETF oder ich gehe in den Themen-ETF, weil der ist im letzten Jahr 20% gelaufen und alle stürzen sich dann in diesen ETF rein oder in diesen aktiven Fonds. Und meistens und statistisch bewiesen ist es so, dass die dann in der Folge genau die ETFs und Fonds sind, die schlechter performen als der Markt. Also auch hier nicht von dieser Marketing-Ranking-Sterne-Verteil-Geschichte blenden lassen und sagen, ja, letztes Jahr, da waren die Super-Performer und da nehme ich jetzt meine Kohle, ziehe das aus meinem Scheißfonds raus und pack das alles dort rein. Dann gehst du genau wieder baden und wirst wieder nur eine mittlere Performance abliefern. Dann nimmst du das dort wieder raus, gehst wieder in so ein 5-Sterne-ETF, derselbe Kram wieder, es wiederholt sich. Meistens ist es so, dass man tatsächlich bei längerfristigen Anlagen, das sollte ein ETF ja sein, eher nicht nach den super Top-Ergebnissen des Vorjahres oder der letzten 3 Jahre schauen sollte, sondern dort eher mal nach denen gucken sollte, die nicht so doll gelaufen sind. Weil man hat ja vor, dort wirklich ein Jahrzehnt oder so drin zu bleiben. Und da ist es besser, damit schließt sich der Kreis dann doch, zum Dividenden-ETF und zur Frage, weil im Einkauf liegt dann tatsächlich der Gewinn. Und da gehe ich lieber, nehmen wir meinen MLP-ETF, der ja auch in der Frage genannt wurde. Den habe ich gekauft, ach Gottchen, da stand der wirklich 50% oder niedriger als heute. Ich habe den irgendwann mal mir genommen, weil die Dividendenrendite so absurd hoch war. Und ich aber dachte, mein Gott, das ist ein ETF, selbst wenn da ein paar Läden von diesem Midstream Unternehmen, wenn da ein paar baden gehen, da sind 112 Unternehmen drin oder so, mein Gott, da geht die Hälfte, da geht jetzt ein Zehntel lang pleite, dann reicht mir das immer noch, auch wenn die Ausschüttung gekürzt wird, das war 12% oder sowas für ein ETF, ja.
So, und da bin ich da rein. Und jetzt bin ich sogar im Kurs im Plus, weil eben Energie angezogen ist und der Dollar gut steht und so weiter und so weiter. Das konnte ich aber nicht wissen. Aber ich bin auf keinen Fall in einen Tech-ETF reingegangen, der oben auf dem All-Time-High steht und mir 0,4 Dividendenrendite ausschüttet. Das macht keinen Sinn. Ja. Das nur noch dazu. Ich denke, das war jetzt dann doch nochmal eine Ergänzung dazu. Also nicht nach den Hochperformern gucken. Ein ETF oder ein Fonds ist kein Trading-Vehikel. Ja, ist ja im Zweifelsfall beim FC Bayern geht es vielleicht auf, aber wer in einem Jahr deutscher Meister wird, wird es nicht unbedingt im nächsten Jahr wieder. Ja, also das ist jetzt nicht die Qualität. Ich finde, ein anderes gutes Beispiel aus der Sache ist halt nach dem Motto, wenn du einen Lottogewinner kennst, ne, fragst du den dann auch nach den Zahlen für die nächste Woche. Ja, bloß weil der einmal gewonnen hat. Also das ist ja in dem Sinne kein Qualitätskriterium. Nee. Deshalb denke ich auch, gute ETFs sind die, die eine konstante Performance hinlegen, genau. Weil wir wissen, die einzelnen Anlageklassen und Regionen und Branchen, die rotieren. Da gibt es tolle Grafiken drin. Es gibt Jahre, in denen war Gold ein tolles Investment. Es gibt Jahre, in denen war Gold ein ganz schlechtes Investment. Es gibt Jahre, da leben wir jetzt schon in der ganzen Dekade, dass Tech irgendwie super läuft und irgendwie die Old Economy oder eben die Value-Aktien laufen im Moment einfach nicht so. Die hatten aber auch ihre Phasen, in denen sie sensationell gelaufen sind. Und so rotiert das irgendwie munter durch. Deshalb ist die Mischung auch bei einem Portfolio so wichtig, nicht nur in einer Region verhaftet zu sein oder eben nicht nur in einer Branche wie Technologiesektor verhaftet zu sein. Also nach dem Motto, alles in den Nasdaq, weil der Nasdaq hat eine super Jahresperformance hingelegt in der Vergangenheit. Ja, wer sagt es denn, dass es so weitergeht? Ne? Und was macht es denn, wenn es runtergeht? Also ne, es führt immer wieder auf die Punkte eigentlich zurück, diversifizieren, nicht zu gierig werden und nicht glauben, die Zukunft aus der Vergangenheit ableiten zu können. Und Value ist noch ein schönes Stichwort. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt Value-ETFs, die habe ich mir nicht angeguckt, das komme ich also jetzt gerade drauf, dass man die sich explizit angucken muss. Wenn ich nämlich die einzelnen Branchen mir anschaue, was verstehen wir denn unter Value? In welchen Branchen bewegen wir uns da? Naja, Nahrungsmittel zum Beispiel, Pharma auch in Teilen. Versorger. So, da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht einen guten ETF abgreifen kann für geringe Kosten und dass der eben nicht so dolle performt hat. Aber wenn wir den Marktzyklus immer vergegenwärtigen, den es immer gibt und immer geben wird, wir werden niemals lineare Märkte haben. Das ist dem Kapitalismus fremd. Funktioniert übrigens auch im Sozialismus nicht. Also bevor wir welche Hoffnungen haben, nein. Also würde man das zum Beispiel machen, das vielleicht noch so als Abschlusstipp, auch Auftrag an mich selbst quasi jetzt, sich mal einen Value-ETF anschauen. Vielleicht kriegt man dort noch was mit mehr als 3% Dividendenrendite, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Und auf was man achten muss, also nicht nur die Performance, sondern wenn man so ein Urteil über ein ETF-Investment abgibt und in die Recherche geht, auch mal die Volatilität sich anschauen über den 5-Jahres- oder 10-Jahres-Zeitraum. Dann sieht man auch, was zumindest in der Vergangenheit im Worst Case passiert ist. Und dann kann man sich fragen, halte ich diese Schwankungen aus? Kann ich mit 18% Abschwung leben, was die durchschnittliche Vola war? Oder dann gibt es, glaube ich, auch bei Extra ETF nicht nur die Volatilität, sondern den maximalen Drawdown. Ja, so, das schlechteste Jahr, genau. Ja, genau, also ne, da steht da -30% und dann kann ich mich fragen, okay, bin ich in der Lage, das durchzuziehen? Und wie viel, ne, wenn ich jetzt einmal Investments mache, wie viel Kapital gebe ich rein? Weil ich dann rechnen kann, bin ich in der Lage, 30% Abschwung zu ertragen? Denn das kann morgen passieren, das kann immer passieren. Über diese Gesichtspunkte kann man sich in die ETF-Auswahl wagen und dann macht das auch Spaß und dann findet man auch ein paar Perlen, ja. Also da ist ja nichts mehr hinzuzufügen.